Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ape Escape. Tja, das ist jetzt ganz dumm gelaufen. Gestern, also, hatte ich das aufgenommen, ja, und da ging überhaupt nichts mehr. Weder Mikrofon noch mein Soundsystem, weiß ich auch nicht. Ist irgendwie alles, ich hätte gestern heulen können, ohne Spaß. Ich bin so verzweifelt. Und ab diesem Part wurde die Stimme nicht aber aufgenommen, war zum Glück der letzte. Und ja, deswegen muss ich jetzt zuerst mal nachkommentieren und das ist ziemlich anstrengend und wir müssen jetzt natürlich in Spectre's Land die letzten Affen fangen und ich versuche mich jetzt mal hier ans Nachkommentieren. Mann, ist das strange. Weil das Schwere am Nachkommentieren ist ja, man weiß dann nicht, wenn ich spiele, sage ich ja, kommentiere ich ja das, was ich gerade mache oder was gerade mir im Sinn kommt. Und ihr habt das so schön kommentiert, Freunde. Ja, okay, wir suchen jetzt erstmal hier den Platz ab. Ja, ist hier denn vielleicht noch ein Affe, beziehungsweise eine Spectre-Münze, weil ich bin ja auch Spectre-Münzen-Guy. Ich wollte es hier schon damals aufgeben, wo ich das gezockt habe. Ich so, oh, die Spectre-Münze, die findest du hier nicht, scheiße. Aber nee, das ist ganz anders gelaufen. Das ist ganz gut. Ich liebe diese Western-Musik, by the way. Ja, und da habe ich versucht, ja, was passiert wohl, wenn du da den Boxhandschuh anwendest? Gibt es da ein Secret drin? Nee, leider nicht. Hätten sie ja programmieren können. Why not? Also, na, aber man will ja nicht so viel verlangen, ne, von den Entwicklern. ja, hier ist nichts mehr. Guck mal in einem anderen Bereich. Die Achterbahn. Ich nehme natürlich Sprintreifen, weil Spectre's Land riesig ist. Ist größer sogar noch als Spectre's TV-Studio von Ape Escape 3 und das ist ziemlich groß. Gibt es zwar mehr Affen, aber das hier ist größer. Hier sind die Affen halt nicht so viel auf einen Haufen. Ja, jetzt geht's zum Rollercoaster. Schauen wir da mal, ob es hier noch einen Affen gab. Vor allen Dingen auch vielleicht einen Affen, den wir damals noch nicht kriegen konnten, weil wir einen Boxhandschuh noch nicht hatten. Wer weiß? Wer weiß? Ich weiß es nicht. Wieder rein in die Achterbahn. Aber Freunde, Freunde, ihr werdet schon gleich sehen, was mir passiert. Ich weiß auch nicht, was gestern. Ja, was gestern mit mir los war. Ich konnte auf einmal die Achterbahn nicht mehr. Es war so lame, Freunde. Ja, Jump. Ja, das lief doch ganz gut. Aber irgendwann kam ich so aus dem Rhythmus. Ich weiß auch nicht. Ja, jetzt Jump. Scheiße, schon wieder einen Keks verloren. Das war das Problem, ja. Und jetzt ging gar nichts mehr. Ja, da hätte ich Keks nehmen können, ja. Mann, Mann, Mann. Scheiße. Ja. Scheiße, Mann. Verdammte Achterbahn, Mann! Oh nein! Lass ich das jetzt auch weg! So habe ich das irgendwie. Boah, nachkommentiert ist anstrengend. Ohne Spaß, Mann! Ja, und jetzt habe ich gedacht, nee, ich fahre auch jetzt nicht nochmal, ich kann das so heute nicht. Und weg! Na raus! Rage Quit! Raus aus dem Level! Noch mal rein und ja, schauen wir uns da noch mal oben bei der Achterbahn, aber wir gehen nicht rein. Wir gucken uns das da unten noch mal an, weil da kann man die auch runter, versteht ihr? Und ja, vielleicht gibt's da noch ein Secret. Auf jeden Fall ein paar Energiechips, auch wenn die keiner will. Ja, da wollte ich vielleicht eine Spectre-Münze drauf, weil die suchen wir ja auch immer noch. Die Spectre-Münze. Falls hier nichts ist, müssen wir mal bei der Go-Kart-Bahn schauen. Oder halt im Zirkus. Sonst ist es tatsächlich alles in Spectre-Schloss. Tja. Hier war aber auch, glaube ich, mal ein Affe, ne? Aber hier ist echt nichts mehr, das ist das Problem. Ja. Nur die Spielautomaten von Kids. Ja. Wir sind schneller wieder, da bei den Zirkel, bei den
Eine Levelauswahl in Anführungsstrichen, beim Bereichsauswahl, genau. Wenn wir das Level verlassen, Daumen, Level verlassen. Zack, zack, boom, bonjour, sind wir wieder da, oh yeah. So. Los geht's. Ja. Los geht's. So sah ich das auch immer. Und, ja, Go-Kart-Bahn, ne? Vielleicht ist er ja tatsächlich spektakulär, weil wir haben ja nur Jake besiegt. Und ja, nicht weiter geschaut und was ist. Why not? Eine Affe ist hier definitiv nicht, aber ich. Das ging mir da um die Spectre-Münze. Was ich halt dumm finde, habe ich ja auch damals gesagt, wo ich es umsonst kommentiert habe. Naja, das habe ich da jedenfalls gesagt, dass ich das schade finde, dass es nur zwei Jake-Challenges gibt. Weil, also diese Wettrennen meine ich. Aber die heißen ja Jake-Challenges. Und die dritte ist halt dieser Endboss-Fighter gegen ihn. Mit seinen Go-Kart. Aber naja. Ich weiß nicht. Und da war nix. Habt ihr bestimmt auch gesehen. Nehmen wir ganz ehrlich, da hätten sie noch ein, zwei mehr. Ich bin zwar nicht der Freund davon, ich finde die auch ein bisschen schwierig. Diese Wettrennen, aber trotzdem. Why not? Why not? Und jetzt der Zirkus. Können wir das Tor mit dem Boxhandschuh vielleicht aufmachen? Ich habe mich. Ich hatte es noch so in Erinnerung, dass damals geblinkt hat, wo der Professor drin war. Das geht nicht. Why the hell? Das ist richtig schade. Hatte ich so in Erinnerung, wirklich. Tja. Kann ich nicht erinnern. Das ist ein halt ein Scheiß. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh yeah. Ja, die Ballon-Heinz sind auch wieder da. Bam, bam. Hatte ich keinen Bock, die zu ownen, weil wir haben ja gar keine Waffe drin gehabt. Habe ich natürlich dann anschließend reingemacht, aber... Weiß nicht, hatte ich die da auch benutzt? Nee. Oder? Weiß ich gar nicht. Ah, ja, Ballon-Heinz wieder mal. Ja, klar. Ja, warum denn nicht? Ah. Hier sind auch sowas von 30 her und da geben sie doch nicht mal einen Keks, Mann. Solche asozialen Scheißdinger. Einfach drehen, ganz chillig die erledigen. Block, Keks. Nom nom nom. Und ja, jetzt wieder Zirkusartist spielen hier. Mann, halt dich doch mal fest, du Honk. Und. Ja. Ah, das zieht sich. Vor allem kann ich euch schon mal sagen, dieser ganze Schmarrn ist auch umsonst. Wir hätten gleich ins Spectre Schloss können. Tja. Bin ich Uri Geller, hätte auch noch was versteckt sein können, vor allen Dingen auch, hätte sich auch noch was eröffnen können mit dem Boxhandschuh. Das hätte ich schon gedacht. Aber, nee. Wie dem auch sei, gucken wir natürlich erst oben noch. Das kann ja auch sein, dass da noch was Verstecktes ist. Und jetzt kommt die komische Überraschung. Wir kommen auch gar nicht mehr in den Käfig rein. Das fand ich schon ein bisschen strange. Und zack, ja, leider kann ich keine Stampfattacke wie Mario. Tja, darum können wir das Zirkus-Safe wieder verlassen. Jetzt gibt's ein ja. Naja, dann wollte ich mit Propeller natürlich runter. Geht schneller, ne? Hat ja auch geklappt. Aber dann kam dieser lustige Fake. War natürlich geplant, erstmal sofort wieder am Eingang stehen. Ist klar. Ist klar, Murat. Zack. Sind wir sofort am Eingang. Gut gemacht, ne? Brauchen wir nicht so viel Zeit verschwenden. Ah, mal ganz ehrlich. Und rein ins Spectre Schloss. Na, ist ja noch nicht das Schloss. Jetzt sind wir erst auf dem Mond. Und jetzt kommt schon auf dem Mond die geile Welcome-Musik. Ja, ist hier vielleicht noch ein Spectre-Münze versteckt, weil auf dieser Seite haben wir damals gar nichts untersucht. Auf dieser linken Seite hier. Weil da ist nichts, auch keine Plattform, wo man landen kann. Nee, rein gar nichts. Das heißt, sie müssen auf der rechten Seite nochmal alles erforschen. Das tun wir ja auch jetzt. Oh ja, darin sind wir gar nicht mal so schlecht. Oh yes, man läuft das gut. Oh yeah, so geil. Ja, und hier ist aber auch leider nichts. Das heißt, wir müssen tatsächlich jetzt den Teleporter zu Spectre Schloss nutzen. Aber irgendwie ist der zu.
Und dann... wo macht man den nochmal an? Ah ja, Schalter. Kling, Glühbirne. Yes. So, jetzt können wir da auch rein oder rauf, whatever. Ja. Jetzt merken wir, glaube ich, schon ein Signal. Yes. Mhm. Es ist tatsächlich alles hier oben. Alles. All in. Nein, Spaß, aber hier ist wirklich alles. Aber ich wollte natürlich auch mal diesen einen Raum nochmal absuchen. Wo der Ventilator war, versteht ihr? Weil da haben wir eigentlich nur Affen. Joa, geil, Welcome-Musik aktiviert, ne? Und ja, weiter. Was untersucht haben wir da ja nicht. Vielleicht ist hier ja tatsächlich Spectre-Münze. Wäre epic versteckt für die Spectre-Münze, oder? Da oben. Darum suche ich danach. So, hier ist aber allerdings keine Affe. Aber guckt euch das mal an. Das ist so eine versteckte Plattform, oder? Sieht zwar dangerous aus. Wegen dem Ventilator. Aber ich bin natürlich mutig und boah, geht den Sprung. Beziehungsweise den Flug. Wir haben ja Propeller. Aber dann kommt es. Die Macher, die sind so dumm gewesen. Haben das nicht einprogrammiert. Die zählen. Ja, für die zählt scheiß Abgrund. Ja, wir sind noch nicht mal. Wir hätten es überlebt und dann einfach Abgrund. Ja, Mann, habe ich mich da aufgeregt. Damals. Ja, ja, aber wir haben ja genug Leben. 22. Immer noch. auf jeden Fall ist das perfekt. Also, überleben brauchen wir uns nicht beschweren. Das ist alles perfekt. Perfekto. Wollte jetzt sagen. Genau, wir gehen jetzt hier erstmal rein in das Schloss und ja, jetzt sind hier die Assi-Gegner natürlich schon wieder. Oh, wie ich sie hasse, Mann. Ich hasse sie. Ja, nehmen wir natürlich den Boxer-Joy, weil dann können wir sie one-hitten. Müssen, sonst kann man die ja nur ownen, wenn sie sich zeigen, wenn sie ausgedreht haben mit einem Schwert. Aber so kann man sie immer ownen mit Boxhandschuh. Sehr epic. Und da ist eine Kiste. Und der Affe können wir ganz einfach fangen. Weil er in der Ecke war. Yo. Jetzt wird nur ein Affe. Ein Affe. Wir haben da jetzt 203 Affen. Von 204. Ein Affe bis zum Schluss, Mann. Da war ein Affe gefangen. Außer natürlich Spectre. Und ja, ein Affe nur. Und ein Spectre-Münze. Aber den Affen. Den letzten Affen, Freunde. Den haben wir jetzt auch schon im Signal gehabt. Where the hell ist der? Und auf euch Idioten habe ich jetzt gar keinen Bock. Ciao, Leute. Ciao. Bye, bye. Und... ja. Ja, es verwirrt mich wieder mal hier im Schloss. Ich kenne mich hier nicht aus. Das ist ja nicht mein Zuhause. Und ich bin nicht Uri Geller, aber erstmal den Schalter wieder aktivieren. Ich weiß immer noch nicht, was jetzt bedeuten hat. Wofür ist er eigentlich? Puh, keine Ahnung. Der war irgendwie, ist irgendwie total useless, oder? Ich weiß es einfach nicht. Habe ich wahrscheinlich beim ersten Mal Spectre-Schloss gar nicht bemerkt, dass wir da durchgegangen sind, durch die Tür, die sich eröffnet hat. Jetzt brauchen wir natürlich wieder eine Kombination aus Gegenständen. Das ist das die Kombination des RC-Cars und des Springreifens. So, jetzt können wir weitermachen. Sprintreifen natürlich noch drin lassen. Denn dann können wir uns schnell bewegen. Ja, gehen wir schon ins Affenmaul? Nein, tun wir nicht. Wir gucken erstmal, was oben war. In diesem schönen pinken Gay-Raum. Und ja, da geht's nicht weiter. Der scheiß Laserkram ist da nicht wieder, obwohl wir es beim ersten Mal eigentlich deaktiviert hatten. Aber tja. Ist halt wieder da, ne? Man kann es nicht ändern. Also wieder ab ins Affenmaul. Spike. Egal, jetzt spüren wir, glaube ich, schon ein Affensignal. Jetzt. Yes. Yes, da ist der letzte Affe. Die letzte Spectre-Mütze. Yes. Und ja, wie kommen wir da jetzt wohin? Kunstlehrer Raphael. Okay. Der kann mir vielleicht mal helfen, weil wenn ich bei meinen Scheiß-Gemälden nicht weiterkomme, denn
Ich bin so ein schlechter Künstler. Das Einzige, was ich in Kunst kann, ist abmalen. Ich bin richtig gut im Abmalen. Ich habe früher immer gerne vom Mario Party ein paar Charaktere abgemalt. Ich habe früher die ganze Charaktere von Mario Party 4 abgemalt. Hier Guru mit Zauberhut und Gumba mit seinem Zylinder. Richtig epic. Sah echt nicht schlecht aus, weil ich da ganz klein war. Also abmalen kann ich relativ gut. Und ja, aber sonst bin ich echt eine Kunstniete. Und ja, wir müssen jetzt wieder über die Glub schauen. Sonst kommen wir nicht zu Kunstlehrer Raphael. Und ja, jetzt geht der Scheiß wieder los. Das Tramuli ist so ungenau und der Propeller, der ist useless dafür. Ist falsch programmiert oder so, weil irgendwie kommt man mit Propeller nicht weiter hoch. Das ist sehr nervig. So, jetzt Spike Drong. Oh ja, der Helm ist klar. Spike, der landet natürlich auch direkt auf dem Helm. Ja, oh, ja, ich hasse das hier. Bei den dummen Speech, also das dumme Trampolin und das geht gar nicht hier. Das ist die dümmste Stelle vom ganzen Spiel mit. Und warum wir das Leben nicht eingesammelt haben, ist mir auch ein Rätsel. Erst jetzt? Warum erst jetzt? I don't know it. I don't check it. Nein, immer ganz ehrlich. Warum? Ist ja auch egal. Spike, du Horn, halt dich doch wenigstens mal fest. Du bist ja so ein Dummkopf. Oh Mann, das geht hier gar nicht. Oh Spike, du bist dumm. Oh mein fucking Gott, was hast du nur gemacht für eine Scheiße? Oh Mann, oh Spike, du bist dumm. Oh mein fucking Gott. So, jetzt sind wir wieder bei dem. Mit, ja, der Affe, den wir eingefangen haben, dieser schwierige Affe, der sich in den Käfig damals versteckt hat. Mit dem Auto, da hatten wir richtig viel Fails und hier deaktiviert sich jetzt übrigens der Laser durch den Schalter. Und ja, hier ist der natürlich zum Glück nicht mehr, aber hier muss auch kurz der Raphael sein. Ja, da ist die Tür! Da ist die Tür! Es kriegen wir bestimmt mit Boxhandschuhe auf, Freunde. Ja, mit Schwert natürlich nicht. Wollte ich aber erstmal ausprobieren. So, mit Boxhandschuhen müsste es ja gehen, ne? Geht nicht! WTF? Wie kommt man da hin? Also der letzte Affe, ne, der hat es nochmal richtig in sich, Freunde. Richtig in sich. Ist ein richtiges Rätsel, wie man hinkommt. Und der Raum, der lässt auch zu wünschen übrig. Der irritiert immer sowas von blauer Himmel, Gras. Passt ja gar nicht zu der Umgebung sonst, ne? Also sowas auf wie es gemacht. Da ist aber auch extra Leben. Nicht Spectables, weil es so geheim ist. Also es ist richtig verrückt. Aber die Werte sind zum Glück nicht so stark. 3, 3, 1, das geht. Und Alarm 1, ey, tschüss, kann ja gar nichts. Aber wie kommen wir da hin? Ich guck mir jetzt erstmal die Umgebung an. Ja, da könnte... Ich habe eine Idee, Freunde. Man konnte ja so ein bisschen durch die Wände gucken, ne? Weil es ja PS1, ne? Ist klar. Und wenn man da... Vielleicht ist die einzige Chance, dahin zu kommen, ist die Birne von den Affen da wegzuhauen. Das da. Das rote Licht da. Geht von hier aus nicht. Ich muss tatsächlich nochmal auf die Club schauen. Ja, seht ihr, da kann man auch reingucken, ja. Ja, man sah ja auch so ein kleines schwarzes Loch, das entsprach ungefähr Größe dieser Lampe, Sirene, wie auch immer. Kann man leider nicht mit der Schleuder zerstören, aber jetzt mit Boxhandschuhen. Das heißt, den Affen, den können wir auch erst jetzt fangen. Haben wir damals alle Affen gefangen, die wir fangen konnten. Ist ja mal geil, oder? Aber jetzt müssen wir schon wieder den Scheiß da mal mit dem Propeller und mit den Glubschaugen und und das Schwierige ist, wir müssen auf die Glubschaugen erst landen und dann noch einen perfekten Sprung mit Propeller machen, um da in das Loch zu kommen. Ja, ja, es ist fies. Muss man den Schmarrn da lassen, aber kann ich nicht ändern, Freunde. Das kann ich nicht ändern. Oh yes, das kann ich nicht, oh man. Mal ganz ehrlich, ich muss einfach warten, bis der Schatten kommt. Genau, jetzt schnell da hoch und yes, für Stryman. Jetzt sind wir da, schnell erst die Spectables holen, denn sonst bleibt die Spectrum so da und das wäre echt scheiße. Das extra ja ich vergessen, scheiß drauf. Affen sofort gefangen. Der hat uns nicht gesehen, Honk. Aber geschafft. N1. So. Kunstlehrer Raphael ist im Netz. Ja.
Was passiert jetzt? Wir haben alle Affen gefangen, Freunde. Ich hab's geschafft. Boah, 30 Affen oder so. Wie viele sind das? Ich glaube 24. Ja, 24. Spike, ich weiß, wo Spectre ist. Ich habe den Eingang nice. So programmiert, dass du ihn von der Stufenauswahl wählen kannst. Bitte gehe sofort. Ja, neue Map, Freunde. Endkampf. Spectre. Final Map. Final Show. It's the final countdown. Ohne Spaß. Letztes Final Showdown. Epic. Diese Epicness erst im nächsten Part. Dann 1 gegen 1. Spectre Fight. Spike gegen Spectre. Final Fight. Final Showdown. Ende danach. Natürlich zeige ich euch danach noch ein paar Boni. Die Minispiele und so, aber bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao, denn dann geht's richtig ab, Freunde. Ich sag euch das, das wird epic. Das dürft ihr nicht verpassen, deswegen, ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Schalt auf jeden Fall ein, das dürft ihr nicht verpassen.